Nach dem Quarkauflauf-Video folgt heute mein Video zum zweiten Lieblingsfrühstück, und zwar den Pudding Oats. Wer meinen Blog liest, wird sie schon kennen, aber hier mal in Videoform. Hier braucht ihr wirklich ganz, ganz wenig Zutaten. 250 ml Wasser, die werden aufgekocht. In der Zeit werden 250 ml Milch mit dem Puddingpulver verrührt. Ich mache das immer in so einem Tupperware-Shaker, Hashtag Werbung unbezahlt. Kann man natürlich auch einfach so verrühren. Und dann, wenn das Wasser kocht, wird diese Puddingmilch dort eingerührt und das Ganze ein bisschen aufgekocht, bis es so eine leicht, ja, Puddingkonsistenz eben hat. Wenn das soweit ist, kommen die Haferflocken dazu und das wird einfach dann eingerührt und nochmal ganz kurz aufgekocht. Und dann kommt das Ganze schon vom Herd. Dort wird dann noch der Quark untergehoben, 250 Gramm. Und fertig sind die Pudding Oats. Ganz simpel, ganz einfach, ganz schnell. Je nachdem, wie viel Portionen ihr draus macht. Ich mache manchmal zwei oder drei oder mache die doppelte Menge und habe dann für 4 Tage Frühstück. Hat das unterschiedliche Kalorien, deswegen hier mal die Nährwerte komplett ohne Topping und die gesamte Portion mit den 250 ml Milch, Wasser und Quark. Und hier beispielhaft dann auch nochmal die Nährwerte für so ein Schälchen, eine Drittelportion mit ein paar Toppings. Da seid ihr natürlich ganz frei und könnt ausprobieren, was ihr wollt. Ich habe euch nochmal ein paar Beispielbilder dazu gepackt, also von Nüssen, Obst, Müsli, Soßen, Karamelldrops, Schokodrops. Also da seid ihr ganz frei und könnt das drauf machen, was euch schmeckt. Die Pudding Oats schmecken warm, am besten, mir zumindest, aber auch kalt, besonders im Sommer mit frischem Obst. Also viel Spaß beim Nachkochen und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wenn ihr es ausprobiert habt und mit welchen Toppings ihr sie am liebsten esst. Bis zum nächsten Video.